Der Dorf Klitschnahe Torgau im Landkreis Nordsachsen zu den heißesten Orten im Freistaat. Fast 33 Grad wurden dort gemessen und heute sogar 34 Grad. Also haben wir mal geschaut, wie die Menschen dort der Hitze trotzen. Es ist schon wieder mächtig heiß in Klitschen. Hoch oben wird der Storchenhorst offenbar von einer leichten Brise durchlüftet. Unten auf dem Dorfanger aber steht die Luft und scheint zu glühen. Großer Hafer- und Pfarrteich locken, nicht wirklich zum erfrischenden Bade. Im Sonneneck, dem Dorfgasthof, feiert eine durchgeimpfte Herrenrunde. Die Rekordhitze? Das haben wir noch gar nicht mitgekriegt. Gemerkt haben wir sicher, dass es sehr warm ist, aber wir sitzen hier im relativ kühlen, beim kühlen Bier. Keine wirklich gute Idee, meint Pia Jahn, Ärztin im nahen Mokrena. Man solle zwar viel trinken bei dieser Hitze, aber eher... Wasser, Tee, wenn es geht, keine süßen Säfte, weil das ist nicht günstig. Alkohol auch nicht unbedingt. Ne? Hitzeopfer mussten in der Praxis noch nicht behandelt werden. Wir bleiben drinnen. Was anderes kann man gar nicht machen. Wir müssen nicht unbedingt raus. Wir haben nichts zu versorgen, kein Viehzeug und nicht nur im Garten. Das mache ich dann abends noch schnell ein bisschen beregnen. Naja, ich bin Rentner. Ich gehe nicht so viel mehr raus. Im Schatten bleiben. Im Garten war ich heute schon. Das lasse ich ein bisschen beregnen. Das Gemüse fällt auch rum bei der Hitze. Während die Herren in Klitschen die Hitze aussitzen, wird vielerorts hart gearbeitet. Und das Asphaltieren einer Straße ist bei solchen ebenfalls rekordverdächtigen Temperaturen alles andere als ein Vergnügen. Doch warum steht nun ausgerechnet Klitschen in den Hitzerekordlisten? In anderen nahegelegenen Ortschaften scheint die Sonne doch genauso heiß. Ganz einfach. Auf einem Feld nahe der kleinen Gemeinde stehen zwei Wetterstationen, die kontinuierlich Daten liefern.